Ich denke mal, für die, die mich schon länger verfolgen, die wissen, dass ich nicht irgendwie so einer bin, der damit angibt oder so, aber ein paar hatten gefragt, weil ich die am Anfang vom Stream getragen habe. Neue Uhr. Habt ihr vielleicht schon in der Story gesehen. Sehr, sehr schickes Teil. Wird heute noch getragen und kommt dann morgen ins Schließfach. Sehr, sehr schickes Gerät. Ich habe gestern, nee, wann war das? Gestern oder vorgestern? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe gestern, ey, ohne Spaß, ne, das war wirklich ein geiles Gefühl. Ich habe gestern nach anderthalb Jahren oder so meine Rolex-Uhren mal einstellen lassen. Ihr müsst euch das mal überlegen. Ich habe mir vor anderthalb Jahren, Anfang 2020, zwei Rolex-Uhren geholt. Und ich hatte die nicht einmal an, weil ich die halt von der Größe nicht eingestellt habe. Weil ich die Premier eigentlich sowieso auf Wertanlagenbasis geholt habe und ich die eigentlich sowieso nicht so tragen wollte. Und ich habe die jetzt endlich mal einstellen lassen. Ich weiß ehrlicherweise noch nicht, ob ich die Uhren überhaupt tragen werde. Weil einerseits ist das schon natürlich nice. Ich finde also halt vor allem die hier richtig, richtig schön. Das ist eine Datejust 41 Iced Out. Also ich finde die ultra nice, die Uhr. Ich finde die richtig geil. Aber boah, ich habe bei sowas halt auch immer richtig Paranoia, dass die halt irgendwie kaputt gehen oder so, ne? Also ich muss mal gucken. Also für die, die mich länger verfolgen, die wissen das auch. Ich hatte die mal im Stream gezeigt. Ich habe noch eine Datejust 41. Die ist aber, wie heißt es? Die ist, so starr, so Dings hier. Ach, Digga, ich habe gar eine Sprachblockade. Kann ich euch die nicht irgendwo zeigen? Die ist auf jeden Fall so leicht Gold. Und ich habe halt eine ganz normale Submariner Date. Darf man fragen, wie viel die ungefähr gekostet haben? Ja, kann ich sagen. Also ich habe bei sowas kein Problem. Ich finde bei, also in Deutschland, ich finde, das ist schon besser geworden. Ich finde, das ist schon besser geworden in Deutschland. Aber du hast immer noch so diese, ich weiß nicht, wo das herkommt, diese komischen Menschen in Deutschland, die so eine Mentalität haben von wegen so, ja, über Geld redet man nicht und wenn man sich was Teures kauft, dann behält man was für sich, weil dann gibt man ja damit an. Hä, nee, was für? Ich habe dafür gearbeitet und ich habe mir das selber verdient. Ob das jetzt, ob man auf YouTube zu viel verdient oder nicht zu viel verdient oder zu wenig verdient, das sei ja mal dahingestellt. Darum geht's ja gar nicht, sondern ich habe mir das Teil von meinem eigenen Geld gekauft, weil ich dafür gearbeitet habe. Ich habe die nicht auf der Straße irgendwie geschenkt bekommen, weil es einer gut mit mir gemeint hat, sondern ich habe mir die geholt von meinem Geld, für was ich gearbeitet habe, auf was ich Bock hatte. Okay, ich finde die Denkweise manchmal in Deutschland richtig komisch, was sowas angeht. Ich schwöre, verstehe sowas auch nicht. Nee, check ich auch nicht. Ich finde, angeben ist bei sowas immer, wenn ich euch jetzt hier die Uhr zeige und sage, yo, hier, pass auf, ich habe mir die Uhr geholt, ich fand die cool, die war so und so teuer und ich habe das mit der vor und ich habe mir die deshalb aus den und den Gründen geholt. Ich finde, dann ist es kein Angeben. Angeben ist dann, wenn ich hier so sitzen würde mit der Uhr und so tun würde, als wäre ich jetzt nur, weil ich ein paar tausend Euro auf dem Handgelenk rumliegen habe, ein besserer Mensch wäre. Das wäre angeben, wenn ich hier sitzen würde, so, oh, guck dich die Uhr an, Alter, ich bin der Allergeilste. So krass das Ding, so heftig das Ding. Das wäre uncool, Mann. Deshalb, egal ob das teure Autos sind, ob das teure Klamotten sind, teure Uhren oder... was weiß ich nicht, es geht nicht darum, ob man sich die Sachen holt und wie viel man dafür bezahlt, sondern es geht einfach darum, mit was für einer Attitude und mit was für einer Einstellung man die Sachen benutzt. So, ich weiß, dass das hier, das ist Materialismus, das macht mich nicht zu einem besseren Menschen. Ich bin dadurch in meinen Augen nicht cooler oder sonst irgendwas. Aber ich wollte mir das Teil holen. Ah, bei Iced Out muss man sagen, die sind jetzt nicht so krass wertstabil, aber ich wollte mir einfach was holen, wo ich sagen kann, ja Mann, dafür habe ich gearbeitet. Das konnte ich mir leisten, weil ich in meinem Kinderzimmer angefangen habe, irgendwelche Videos aufzunehmen. Ich kaufe mir solche Sachen immer für mich selber. Mich interessiert das nicht, ob irgendjemanden, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, dann von 1000 Kilometer weit weg sagt, boah, der ist krass, der hat eine heftige Uhr. Das interessiert mich nicht. Da habe ich eigentlich immer einen Scheiß drauf gegeben, bin ich ehrlich zu euch. Ich habe mir die geholt, weil ich sagen kann, ja Mann, dafür habe ich gearbeitet, das war mein Ding. Und das konnte ich mir leisten. Aber ja, mal gucken. Gucken, was ich damit mache. Wichtigste Frage, Uhr links oder Uhr rechts tragen? Immer links, Alter. Uhr rechts auf voll los. Also, nochmal. Und dann können wir Thema Uhr auch zumachen. Ich habe mir vor anderthalb Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr die Preise komplett auf den Cent genau. Ich habe mir vor anderthalb Jahren
eine Datejust 41 in Gold geholt, eine Submarina Date aus Stahl, aus Edelstahl und jetzt halt eben vor 2 Wochen war das, glaube ich, halt die Datejust 41 Iced Out. Und warum habe ich mir die Ohren geholt? Einfach in erster Linie, also ich muss sagen, die Datejust ist so ein bisschen Spielzeug. So, die habe ich mir einfach geholt, weil ich die haben wollte. Aber die Submariner und die andere Datejust, die habe ich mir tatsächlich als Wertanlage geholt. Weil für die, die ein bisschen älter sind und sich damit auskennen, wenn du 200 Euro auf dem Konto hast, dann ist es scheißegal, ob du die da rumliegen lässt oder nicht. Aber ab einem gewissen Betrag, ich glaube, die Älteren von euch, die werden mir da zustimmen im Chat oder die sich mal damit auseinandergesetzt haben, in der heutigen Zeit ist halt einfach das Dümmste, was du machen kannst, ist Geld auf dem Konto liegen zu lassen. Je länger du einen größeren Betrag an Geld auf dem Konto liegen lässt, du wirst, dieses Geld wird A, immer weniger wert und es ist einfach verschwendet. Weil du kriegst, wenn du dir was Dickes holen möchtest, kriegst du aktuell so günstige Kredite und es wird halt alles, egal ob das Lebensmittel sind, ob das Luxusgüter sind oder was weiß ich nicht, es wird alles auf der Welt auch durch die Inflation teurer und dementsprechend ist es bei mir aktuell eigentlich so, dass ich nicht großartig viel Geld auf dem Konto habe, sondern immer frühzeitig schaue, dass ich mein Geld halt in gewisse Sachen investiere. Und mit der Submariner und mit der Goldenen Datejust, die habe ich mir jetzt letztes Jahr, Anfang 2020 geholt. Ich glaube, mit der einen habe ich 1500 plus gemacht und mit der anderen 2000 Euro. Und für 2 Uhren kaufen, die nicht einmal anziehen, sondern die einfach nur rumliegen zu lassen, in einem Jahr so seine 2500 zu machen, das nimmt man mit. Das nimmt man mit. Kenne mich damit irgendwie nicht so gut aus. Ne, ich kenne mich damit auch nicht so krass aus, aber ich hatte vor, ich glaube, 2 Monaten oder so, ein relativ langes Gespräch mit einem Bankmann, der bei mir in der Sparkasse arbeitet. Und ja, der hat mir auch gesagt, Kollege, ohne Spaß, alles was du ausgeben kannst, gib's aus. Ist auch korrekt, dass er dir das so offen gesagt hat. Ja, auf jeden Fall. Also ich werde jetzt auch, bei mir ist so das nächste Ziel, ich weiß aber nicht, ob ich das dieses Jahr noch realisieren kann, weil die Immobilienpreise werden auch immer teurer, also das ist so gestört. Zum Beispiel, ich habe ja das Haus hier, in dem ich jetzt wohne, habe ich Listenpreis, also ohne Einrichtung, ohne Sonderwünsche, 380.000 für gezahlt, ne? Das wäre jetzt einfach circa 500.000 wert. Ein Jahr später. Das ist so krank, ne? Ne, 500k ohne Einrichtung. Mit Einrichtung, ja, das ist halt so schwer zu sagen, Nico, ne? Weil, deshalb, bevor mich da welche falsch verstehen, Geld ausgeben macht natürlich nur dann in wertbeständige Sachen Sinn, ne? Wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, einen Whirlpool kaufe für 5000 Euro und den 5 Jahre lang benutze und da reingehe, dann ist der nicht in 5 Jahren mehr wert, ne? Das ist klar.